In diesem Video soll es darum gehen, wie wir einen Schalter in Unity realisieren können, der dauerhaft eine Erhöhung eines Wertes verursacht. Also wir klicken nicht nur einmal und dann passiert etwas, sondern wir halten einen Button gedrückt und solange der Button gedrückt wird, soll etwas passieren, nämlich ein Zähler hochgezählt werden. Ich habe dazu ein neues leeres Unity-Projekt angelegt und füge zunächst mal einen Button hinzu. Das ist soweit nichts Neues. GameObject UI Button. Dazu erzeugt Unity einen passenden Canvas und ein Eventsystem. Falls noch nicht eingestellt, klicke ich hier oben auf das 2D, sodass ich hier auch die zweidimensionale Ansicht habe. Ja, wir haben unseren Button. Ich ziehe den einfach mal größer, wobei das hier jetzt keine große Rolle spielt. Den Text mache ich auch mal etwas größer, damit wir es in dieser Demo besser sehen. Ich gehe auf den Canvas, Rechtsklick, UI und dort gebe ich jetzt einfach mal ein Textfeld noch hinzu. Font Size mache ich auch hier wieder größer, sodass wir hier ganz deutlich sehen, was wir machen. Und in diesem Textfeld, da zeige ich dann jetzt gleich die Zahl an. Zum Beispiel nehmen wir mal die 0 als Startzahl. Im Button den Text können wir jetzt noch erhöhen, zum Beispiel mit einem Plus. Das soll also der Plus-Button sein. Solange ich den gedrückt habe, soll dieser Zähler hier hochgezählt werden. Fügen wir dazu ein Skript hinzu. Rechtsklick, Create C-Sharp Script. Und das nenne ich Zähler-Button. Zähler-Button ziehe ich dann auch auf meinen Button drauf, sodass es hier unten mit drauf liegt. Gehen wir in das Zähler-Button-Skript rein. Normalerweise würden wir es so machen, dass wir jetzt eine Methode erzeugen, die dieses Erhöhen realisiert. Public, damit sie im Inspektor sichtbar ist. Void, wenn Button angeklickt. Dann soll der Zähler erhöhen und wir brauchen jetzt noch den Verweis auf das Textfeld, das die Zahl enthält. Public, Text, Textfeld. Text wird rot unterringelt, da sich die UI-Komponenten in einem separaten Paket befinden. Und das müssen wir erst importieren über Using. Using UnityEngine.ui. Wenn Using UnityEngine UI hinzugefügt wurde, dann sollte der Text hier auch erkannt werden, also nicht mehr rot unterringelt. Jetzt brauchen wir die Zahl aus dem Textfeld. Textfeld.text enthält den Text, der gerade in dem Textfeld drinnen liegt. Wir brauchen eine Zahl, das heißt einen Integer, int, aktuelle Zahl. Und das ist das, was in dem Textfeld drinnen steht. Das Ganze wird jetzt hier rot unterringelt, weil der Inhalt des Textfelds ein Text sein kann. Also da können auch Buchstaben drinnen sein. Das heißt, wir wissen nicht, ob oder dass das eine Zahl ist. Deswegen müssen wir hier nochmal eine Konvertierung einfügen. Also das heißt, wir fangen an, aktuelle Zahl, nehmen wir einfach mal 0 als Standard. Und dann sagen wir, wir nehmen das, was in dem Textfeld drinnen steht und konvertieren es in eine Integerzahl. Dazu gibt es eine Helferfunktion int.tryParse. TryParse versucht jetzt einen Text, den wir übergeben, in einen Integer, also in eine Ganzzahl zu konvertieren. TryParse hat zwei Parameter, einmal den String, also den Text, den wir konvertieren wollen, und dann noch das Ausgabeziel. Der Text, den wir konvertieren wollen, das ist das, was in unserem Textfeld drin steht, also der Textfeld Text. Und dann brauchen wir das Ausgabeziel, das ist unsere aktuelle Zahl. Wir können das jetzt nicht einfach so übergeben, denn diese Schreibweise würde bedeuten, dass wir den Wert von aktuelle Zahl, also die 0 hier übergeben. Und das TryParse will aber ja nicht die 0, sondern das TryParse will einen Zeiger auf diese Variable. Deswegen müssen wir hier noch ein Out hinzufügen. Damit weiß TryParse, hier soll er reinschreiben. Ja, warum gibt TryParse jetzt nicht einfach die Zahl zurück und wir sagen dann zum Beispiel aktuelle Zahl ist gleich und dann das TryParse? Das ist deshalb so, weil das TryParse versucht, die Zahl zu konvertieren. Ja, das ergibt sich hier durch das Try. Das wiederum bedeutet, hier ist schon eine Fehlerbehandlung drinnen. Wenn also in meinem Textfeld Text etwas anderes als eine Zahl steht, zum Beispiel Buchstaben, ABC, dann kann das nicht konvertiert werden und dann würde das normalerweise zu einem Fehler führen.
Und das Try Pass kümmert sich aber schon darum. Das heißt, es erkennt, wenn hier ein Fehler auftritt, wenn dieser Text nicht als Zahl darstellbar ist, nicht in eine Zahl konvertiert werden kann, dann läuft das Programm trotzdem weiter, ohne dass ein großer Fehler entsteht. Und ob diese Konvertierung funktioniert hat, ob da ein Fehler aufgetaucht ist, das will man vielleicht als Programmierer trotzdem wissen. Ja, das Programm soll weiterlaufen, es soll nicht abgebrochen werden, aber man will es trotzdem wissen. Und deswegen gibt das TryPass als Rückgabewert hier bool zurück, also ja oder nein. Das heißt, ich kann hier gleichzeitig abfragen, hat diese Funktion funktioniert, und trotzdem kann ich das Ergebnis an eine Variable übergeben. Jetzt haben wir also unsere aktuelle Zahl hier ausgelesen. Und jetzt machen wir unsere eigentliche Logik, nämlich die aktuelle Zahl erhöhen wir plus gleich um 1. Und wenn wir das gemacht haben, dann schreiben wir den Wert zurück in das Textfeld. Textfeld.text ist gleich aktuelle Zahl. Auch das funktioniert wieder nicht so direkt. Hier wird wieder rot unterringelt, denn aktuelle Zahl ist eine Ganzzahl vom Typ Integer und unser Textfeld will aber einen Text vom Typ Zeichenkette, also String. Deswegen müssen wir hier auch nochmal konvertieren. Das geht aber relativ einfach, indem wir einfach sagen, auf der Zahl aktuelle Zahl.toString. Dann wird das Ganze zu einem String konvertiert. Speichern wir das und dann schauen wir mal, ob das so schon funktioniert. Wenn Unity unser Skript importiert hat, dann sollte es so sein, dass unser Zähler ButtonScript jetzt eine Textfeldvariable hat. Und hier müssen wir noch unser Textfeld verlinken. Das heißt, wir ziehen unser Text, nicht den Text vom Button, sondern unser separates Textfeld hier, auf unseren Textfeld-Eintrag. So, und der normale Weg ist, dass wir hier jetzt noch mit dem On-Click arbeiten. Das heißt, wir haben hier die Liste, in der wir sagen, wenn geklickt wurde, mit dem Plus füge ich hier einen Slot hinzu, dann soll etwas passieren, nämlich unser Zähler-Button-Skript soll die Funktion aufrufen, die wir gerade geschrieben haben. Ich ziehe dazu den Zähler-Button hier, das Skript, als Objekt auf mein On-Click-Ereignis. Wenn ich das gemacht habe, dann kann ich in dem Funktions-Dropdown meine neue Funktion auswählen. Und zwar in meinem Skript Zähler-Button, da war es die letzte Funktion hier, wenn-Button angeklickt. Und wenn ich das Ganze jetzt ausprobiere, dann sollte es funktionieren. So der klassische Weg, und jetzt kommt das Neue, wenn ich den Button gedrückt halte, dann soll jetzt schrittweise auch wieder weiter erhöht werden. Jetzt geht es nur beim Klicken und Loslassen. Um das zu realisieren, müssen wir die Klickereignisse manuell auswerten. Das heißt, wir müssen feststellen, der Button wurde gedrückt und der Button wurde losgelassen. Und in dem Zwischenraum zwischen diesen beiden Ergebnissen müssen wir dann schrittweise immer wieder erhöhen. Gehen wir zurück in unser Skript. Um die Ereignisse Maus gedrückt und losgelassen zu erkennen, gibt es noch einen anderen Weg, der nicht über den Inspektor führt, sondern der direkt über den Code geht. Und der sieht so aus, dass wir hier spezielle Interfaces implementieren. Nach dem Mono-Behavior fügen wir die Interfaces hinzu, und zwar mit Komma, I, Pointer, Down, Handler. Das ist rot unterringelt, denn auch das befindet sich in einem separaten Paket, nämlich dem Eventsystem-Paket. Importieren wir das mit using UnityEngine.EventSystems. Wenn wir das gemacht haben, dann erkennt Unity schon diese Klasse, aber sie ist immer noch rot unterringelt, und wenn wir mit der Maus drauf zeigen, dann sehen wir auch warum. Zähler-Button implementiert den Schnittstellen Member und Pointer-Down nicht. Das heißt, das, was dieses Interface hier vorgibt, dieses iPointerDownHandler, die Schreibweise, die unsere Klasse jetzt erfüllen muss, die haben wir noch nicht erfüllt. Und das können wir in Visual Studio ganz einfach lösen, indem wir auf die Glühbirne klicken und dann Schnittstelle implementieren auswählen. Die rote Unterringelung sollte dann verschwinden. Und wenn wir runterscrollen, sollte eine neue Methode hinzugefügt worden sein, Public Void OnPointerDown. Wenn das mit der Glühbirne jetzt nicht geklappt hat, zum Beispiel weil du eine andere Version verwendest, dann kannst du auch diesen Text einfach hier abschreiben. Das hier brauchen wir nicht, die Not Implemented Exception, denn das wollen wir jetzt selbst realisieren.
OnPointerDown wird jetzt gleich aufgerufen, wenn meine Maustaste gedrückt wird. Und um das zu sehen, ob das denn überhaupt funktioniert, geben wir zunächst mal ein Debug-Log aus und sagen dort Maus gedrückt. Und das gleiche können wir auch mit Maus losgelassen machen. Und das geht mit einem weiteren Händler, auch einem iPointer-Händler, Komma, der nennt sich iPointer Abhändler. Auch hier müssen wir die entsprechende Methode implementieren, Glühbirne Schnittstelle implementieren. Und dann haben wir ein weiteres Ereignis, OnPointerUp. Und auch hier geben wir wieder Text aus. Ich kopiere den hier einfach mal rein. Maus, da sagen wir losgelassen. Dann speichern wir alles und schauen uns das in Unity an. Damit ich meine Debug-Ausgaben auch sehe, gehe ich auf den Konsolentab. Ich spiele das Ganze ab und wenn ich die Maus drücke, dann kommt Maus gedrückt und wenn ich die Maus loslasse, dann erscheint Maus losgelassen. Und das Schöne an der Stelle ist jetzt, wie du schon siehst, wir mussten jetzt keine weiteren Ereignisanker hier im Inspektor setzen, sondern Unity erkennt das schon selbst, dadurch, dass ich die Interfaces implementiert habe, welcher Code hier wann aufgerufen werden soll. Fügen wir jetzt unsere Zählerlogik hinzu. Und dazu brauchen wir zunächst mal ein Feld, bei dem wir uns merken, was denn der Zustand der Maus ist. Das können wir private machen, vom Typ bool, also ja oder nein. Und das Feld nenne ich Maus ist gedrückt und das ist standardmäßig false. Und in meinem Pointer-Down-Ereignis, da sage ich jetzt, die Maus ist gedrückt ist true, also ja. Und in meinem Pointer-Up-Ereignis, da sage ich, die Maus ist gedrückt, nein, false. Und so können wir jetzt jederzeit in unserem Programm auswerten, ob die Maus denn momentan gedrückt wurde oder nicht. Und entsprechend verändern wir jetzt unseren Aufruf, dieses Wenn-Button angeklickt, also diese Logik hier, die rufen wir jetzt auf, solange die Maus gedrückt ist. Und das können wir machen in einer endlosen Schleife. Wir müssen quasi permanent schauen, ist denn die Maus gedrückt und wenn ja, dann rufen wir das auf. Und das machen wir in unserem Update. Update steht hier auch, Update is called once per frame, also permanent in einer Endlosschleife wird dieses Update aufgerufen. Und da fragen wir, if Maus ist gedrückt und wenn das der Fall ist, dann rufen wir unser When-Button angeklickt auf. Also es ist das gleiche, als würde ich mehrfach hintereinander klicken, ganz oft immer wieder. Das ist das, was das Skript macht und dadurch entsteht das Hochzählen. Probieren wir es aus. Play. Und wenn ich jetzt gedrückt halte, dann schießt mein Zähler hier nach oben. Es geht jetzt natürlich auch noch mit einfachem Klicken. Also wenn ich hier einmal klicke, dann zählt er auch noch hoch. Das heißt, ich bräuchte hier auch mein On-Click-Ereignis nicht mehr, denn das ist ja das gleiche. Da wird sozusagen noch einmal zusätzlich das Wenn-Button angeklickt aufgerufen. Brauche ich nicht mehr, denn ich mache es ja schon mit meinen gedrückt und losgelassen Zuständen. Jetzt haben wir noch die Situation, dass dieses Drücken hier sehr, sehr schnell läuft. Also ich kann hier zum Beispiel gar nicht um 1 erhöhen, ja? Weil wenn ich einmal klicke, so schnell kann ich gar nicht klicken. Der Computer rechnet viele Zwischenschritte zwischen meinem Drücken und Loslassen. Und dann wird hier entsprechend oft erhöht. Das heißt, was ich machen möchte, ist jetzt noch zu reglementieren, wie schnell dieser Zähler hier hochzählt. Und dazu muss ich zwangsläufig die Zeit messen. Das heißt, ich möchte das zeitlich begrenzen. Dafür gibt es wieder mehrere Lösungsmöglichkeiten. Wir könnten zum Beispiel mit einer Coroutine arbeiten, die dann wartet einen bestimmten Zeitabschnitt. Oder wir könnten auch einfach schauen, wie viel Zeit ist denn seit meinem letzten Wenn-Button angeklickt vergangen. Und nur wenn das einen bestimmten Zeitraum umfasst, dann führe ich das tatsächlich aus, dieses angeklickt werden. Fügen wir eine Variable hinzu, die können wir privat machen, weil wir sie nur innerhalb dieses Skripts brauchen. Vom Typ float, eine Kommazahl. Und die nennen wir warte noch.
Und warte noch, die gibt an, wie lange gewartet werden soll, bevor das nächste Mal hochgezählt wird. Und standardmäßig ist das Ganze hier 0f. Schreiben wir es noch hin, dass es klar wird. So, dann gehen wir in unser if-Maus ist gedrückt rein und hier schauen wir jetzt eben auch nochmal. Wir führen das Button-Click-Skript nur aus, wenn die Wartezeit verstrichen ist. Also wenn if warte noch, wenn das hier kleiner oder gleich 0 ist, dann kann ich dieses wenn-Button angeklickt ausführen. Und ansonsten else, wenn noch Wartezeit ist, dann warte ich ab. Und das Abwarten bedeutet, ich muss jetzt von meiner restlichen Zeit, die noch da ist, die bereits verstrichene Zeit wieder abziehen. Das heißt, das Warte noch minus gleich, davon ziehe ich ab, die Zeit, die verstrichen ist und das ist in Time.DeltaTime enthalten. So, das Ganze ging jetzt schon so, auch wenn wir nur eine Befehlszeile haben nach dem if, dann brauchen wir keine geschweiften Klammern. Sicherheitshalber können wir auch die geschweiften Klammern hier hinzufügen, also einen Block drumherum machen. Dann wissen wir auch ganz sicher, was hier wie durch die if-Bedingung gesteuert wird. So, und jetzt müssen wir noch die Wartezeit natürlich auch setzen, denn jetzt ist es so, dass das Warte noch ja bei 0 startet. Das heißt, wir sind immer sofort von Anfang an in diesem kleiner gleich 0 drinnen. Jetzt haben wir noch keinen sichtbaren Unterschied. Wir können das mal ausprobieren. Also es verhält sich noch genauso wie vorher. Denn wir müssen jetzt noch die Wartezeit setzen. Das heißt, wenn der Button angeklickt wurde, dann soll Warte noch auf zum Beispiel eine Sekunde gesetzt werden, bis das wieder ausgeführt wird. Speichern. Und dann probieren wir es aus. Und wenn ich jetzt den Button gedrückt halte, dann dauert es eine Sekunde, bis der Button wieder einen Schritt hochzählt. So, jetzt haben wir noch folgendes Problem. Wir warten auch am Anfang diese eine Sekunde. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, dann passiert erstmal sofort nichts. Und das möchte ich jetzt noch ändern. Das heißt, wenn ich einmal auf den Button draufklicke, der erste Klick sozusagen, der soll immer ausgeführt werden. Und dann die nachfolgenden Klicks, wenn ich also länger noch gedrückt halte, dann soll der Zähler hochzählen. So, das können wir zum Beispiel so machen, indem wir einfach sagen, wenn die Maus nicht gedrückt wurde, dann setzen wir unsere Wartezeit auf 0. Also das heißt else, das ist Maus ist nicht gedrückt. Dann setzen wir die Wartezeit immer sofort wieder auf 0. Speichern und probieren. So, und jetzt verhält sich das Klickereignis wie vorher. Ich kann hier also klicken, um den Zähler hier hochzuschalten. Und wenn ich gedrückt halte, dann geht es im Laufe von jeweils einer Sekunde um 1 hoch. Und wenn ich loslasse, ist das wieder weg. Und mit einzelnen Klicks kann ich auch klicken. Ja, das war es im Grunde. Die Wartezeit kannst du jetzt hier natürlich beliebig verändern. Also wenn dir das zu lang dauert, dann kannst du hier auch 0,5 für eine halbe Sekunde zum Beispiel einstellen. Dann zählt der schneller hoch, wenn ich gedrückt halte. Ja, das war mein heutiger Quick-Tipp. Ich hoffe, das hat dir gefallen und hilft dir weiter. Das Skript dazu findest du auch nochmal im Anhang zum Video.